Hallo zusammen. Es freut mich sehr, euch heute zu unserem ersten Schädlingsbekämpfer-Webinar begrüßen zu dürfen. Ich bin der Moderator Philipp Grassinger und eigentlich haben wir heute zwei Speaker dabei. Der eine sitzt hier schon neben mir quasi, Dr. Gerhard Karg, ein Experte der Schädlingsbekämpfungsbranche, Diplom-Biologe und ausgebildeter Schädlingsbekämpfer. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Er wird uns heute ein bisschen was darüber erzählen, über geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen. Und als zweiten Speaker Claudio Lopez Behn, der Sachverständiger für digitales Schadlagermanagement ist, auch Geschäftsführung eines Schädlingsbekämpfungsbetriebs. Er hat leider gerade noch technische Probleme, aber ich denke, die können wir beheben und wenn nicht, werden wir improvisieren. Ich würde euch alle herzlich dazu begrüßen, auch das Fragentool zu nutzen und eure Fragen, die ihr während des Webinars habt, gerne da reinstellen. Ich probiere die immer wieder ins Gespräch zu integrieren. Es sollte was Interaktives sein. Ich weiß, in Corona-Zeit hat man das ein oder andere Webinar schon besucht, wo man eine Stunde lang langweilig vor dem Laptop saß. So soll das heute nicht sein. Wir wollen euch mit einbinden und dazu ermutigen, Fragen zu stellen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, wer hat das Ganze ermöglicht? Die Firma nennt sich Trapling, kommt aus Nürnberg, ist selbst in der digitalen Schädlingsbekämpfung aktiv. Wenn es euch interessiert, schaut gerne mal auf die Webseite. Sehr junges, dynamisches und erfolgreiches Team. Freue mich, dass ich das heute hier moderieren darf und würde jetzt gerne das Wort an Dr. Gerhard Karg übergeben und einmal eine Präsentation dazu aufrufen. Und herzlich willkommen, Gerhard, und Hallo, guten Tag zusammen. vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, aber ein bisschen ungewöhnlich, muss ich auch sagen. Ich meine, ich bin gewöhnt, vor Leuten zu reden, an so einen Monitor reinzugucken und keinen Augenkontakt zu haben, nicht zu sehen, ob die Teilnehmer mich anlächeln oder ob die Zähne gewetzt sind. Das ist ein bisschen schwierig für mich, aber gut, in meinem Das Alter glaube macht man sowas nicht so oft, ne? Ja, gut. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, was immer wieder bei diversen Audits mir auffällt und was auch immer wieder bei Gerichtsgutachten die große Frage ist, ne? Was sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen? Geeignete Verfahren. In der Lebensmittelhygieneverordnung, Philipp, nächstes Bild bitte. Ne? Ja. Lebensmittelhygieneverordnung sollte euch oder Ihnen alle ein Begriff sein. Dort heißt es in Nummer 4 des Kapitels 9 im Anhang 2 über Lebensmittelhygiene: Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Geeignete Verfahren, ganz weiter Begriff. Aber wer sonst außer wir als ausgebildete Schädlingsbekämpfer können uns was darunter vorstellen? Ne? Geeignet. Nächstes Bild bitte. Ja. Was sind denn Ihrer Meinung nach geeignete Verfahren zur Bekämpfung? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Aber Bekämpfung ist auch ein sehr weit gefasster Begriff. Und da wir zeitlich nicht auf alle Stufen eingehen können, habe ich mich heute in dem Vortrag, will ich mich kurz beschränken auf das sogenannte Monitoring, also die Befallsfrüherkennung. Herr Grassinger, bitte. Geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen könnten zum Beispiel Katzen sein. Ja, genau. Katzen, es ist gar nicht so weit weggeholt. Ich habe ein Logistikcenter, da hat man lange Zeit eine Katze gefüttert, in der Hoffnung, dass dann die Katze die Mäuse und die Ratten, die in dem Center drin sind, auch bekämpfen würde. Das Gegenteil war der Fall. Die Katze war relativ verwöhnt, hat sich am Katzenfutter satt gefressen und die Ratten und Mäuse eben auch. Das ist wie eine typische biologische Bekämpfung. Also es gibt ja auch Kollegen, die auf ihre Fahne groß draufschreiben, biologische Bekämpfung. Biologische Bekämpfung ist klar definiert. Katze gegen Mäuse, das ist eine biologische Bekämpfung. Oder Schlupfwespen gegen irgendwelche Käfer. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eventuell Pyretrum oder Pyretroide einsetze als Bekämpfungsmittel. Wird oft verkannt, oft nicht so gesehen.
Katzen ist nicht das richtige, nicht die richtige Wahl für die Bekämpfung in einem Lebensmittelbetrieb. Zu Hause durchaus. Ne? Hat das Wort geeignet, in etwas damit zu tun, je nachdem, wo ich mich befinde? Weil hier kam die erste oder die zweite Wortmeldung: in der Lebensmittelindustrie ist es wahrscheinlich schwierig, eine Katze frei rumlaufen ganz, zu lassen. Ganz genau, ganz genau. Wollte ich gerade sagen, zu Hause kann ich mit der Katze eine Maus bekämpfen. Das Problem ist nur, die Katze wird vielleicht die Hausmäuse fressen, die wird aber zum Beispiel die ganzen Spitzmäuse, übrigens keine Nagetiere, die Spitzmäuse bringt sie mit rein und lässt sie auf der Haustür, auf der Treppe liegen als Geschenk. Spitzmäuse schmecken den Katzen zum Beispiel nicht. Ne? Also geeignet. Und ich muss dazu sagen, Katzen haben eben, früher hat jeder Bäcker, jede Mühle hatte Katzen als Bekämpfungsmaßnahme. Da war man sich nicht bewusst, was so ein Katzenkot auch für Probleme machen kann. Ich möchte nur an diese Toxoplasmose-Erreger erinnern, die Katzen aufnehmen, wenn sie irgendwelche Ratten oder Mäuse fressen, die eben auch im Kot drin sind. Ne? Als wenn Sie als Schädlingsbekämpfer immer wieder mal so diese Videos sehen von irgendwelchen Ratten, die Katzen angreifen, dann hat man festgestellt, es kommt daher, dass diese Ratten meistens mit den Toxoplasmose-Parasiten infiziert sind, eine Verhaltensänderung aufweisen und dann die Katze angreifen, damit sie gefressen wird und der Kot hinterher diese Toxoplasmose-Erreger weitergibt. Also ganz interessante Sache. Der Ei liegt nicht im Lebensmittelbetrieb, ganz richtig. Was sind denn geeignete Verfahren in häuslichen Betrieben, deiner Meinung nach? Na gut, wir greifen sehr weit vor. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen auf die Prävention verschärfen. Geeignete Maßnahmen sind, wenn es um Nagetiere geht, sind sowohl der Einsatz von zugelassenen Rodentiziden als auch die Schlagfallen. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, der Einsatz von Schlagfallen wäre verboten. Schlagfallen sind nicht tierschutzgerecht. Das ist nicht der Fall. Wenn Schlagfallen richtig positioniert sind, sind die tierschutzgerecht und auch sehr effektiv. Oft effektiver oder als so mancher Rodentizideinsatz. Eine Maus, die irgendwie eine Schokolade frisst, die kann ich problemlos mit dieser Schokolade auf die Station draufbringen. An einen Köder zu bringen, ist oft eine Schwierigkeit. Der muss sehr attraktiv sein, muss sehr viel mehr vorbereitet werden. Die Ratte, die Mäuse sterben nach 3 bis 5 Tagen in der Ecke oder hinter der Heizung, fangen an zu stinken. Meine Schlagfalle ist eine andere Sache. Wenn ich sie habe und natürlich täglich kontrolliere, wird die weggeworfen, das Problem ist gelöst. Wenn sie dran geht, ja. Hängt sehr viel vom Umfeld ab natürlich und auch von der Schädlingsart und von der Anzahl der Schädlinge, von der Befallstärke. All das muss in Betracht gezogen werden, wenn es um die Festlegung geeigneter Maßnahmen geht. Was sind denn in die Runde gefragt, Ihrer Meinung nach, geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen jetzt mal in einem Bäckereibetrieb? Was würde man erwarten? Man würde Motten erwarten, ne? Der Obstmotte, Mehlmotte. Man würde Mäuse, Nager erwarten. Man würde Reismehlkäfer erwarten, wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch ganz bestimmte Vorgaben. Es gibt ja diese DIN 10, 5, 23, die sollte eigentlich auch jeder von uns als Schädlingsbekämpfer kennen. Da heißt es Lebensmittelhygiene, Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbetrieb, im Lebensmittelbereich. Dort sind ganz bestimmte Dinge auch vorgeschrieben. Die Mindestanforderungen sind vorgeschrieben. Haben da Kollegen ein paar Ideen dazu oder kommt da gerade noch nichts? Wir haben neue Fragen dazu bekommen. Ja. Da geht es um das Thema Schlagfalle, ja, und wie oft denn eine Schlagfalle am Tag kontrolliert werden muss. Am Tag? Einmal am Tag. Einmal am Tag, wenn es eine normale Schlagfalle ist, wenn es kein Meldesystem gibt, wenn es keine optische Auslöser gibt, wenn es kein akustisches Signal gibt. Es gibt ja auch diese Systeme mit akustischer Meldefunktion. Dann muss die Falle nur kontrolliert werden, wenn denn eine Auslösung stattgefunden hat. Es gibt optische, es gibt über diverse Funkverbindungen ermittelbarer Ausschlag oder Auslösung.
Das macht die Arbeit natürlich einfacher, wenn ich nicht in jedem Tag 250 Schlagfallen kontrollieren muss in einem Logistikcenter meinetwegen. Das sind dann die Kosten für den Mitarbeiter sind ja auch genauso da. Muss man einfach hochrechnen, ob sich ein anderes System dort eher rentieren würde. Ja, und wie lange dürfte eine tote Maus in einem Lebensmittelbetrieb in einer Falle liegen? Wenn ich die 24 Stunden kontrolliere, dann ist es maximal 24 Stunden. Bevor sie anfängt zu gammeln, zu stinken und eben andere Schädlinge wie Speckkäfer oder erstmal Fliegen, diese Schmeißfliegen, Speckkäfer anlockt. Ja? Das geht schnell und bei vielen Inspektionen findet man halt dann Skelette drin oder irgendwelche Dinge, die wo man genau weiß, die ist einfach schon seit Wochen nicht mehr kontrolliert worden. Oder man kennt es, es muss eine Tabelle vorhanden sein, wo die Schlagfallen aufgelistet sind, nummeriert sind, wo sie ist und eine tägliche Kontrolle abgehakt werden. Man kommt vorne rein und man geht hinten ins Büro, lässt sich die Dokumentation zeigen. Der Kugelschreiber glüht noch, weil sie schnell alle Kreuze gemacht haben. Oder, was ist vorgekommen, dokumentiert, dass bis zum 31. Februar kein Fallenfang stattgefunden hat. Hat jemand gemerkt, dass es so viele Tage gar nicht gibt. Ne? Also da wird sehr viel Beschiss auch gemacht, auch von Kundenseite, muss man sagen. Gerhard, steht es denn irgendwo geschrieben, dass man einmal am Tag eine Falle kontrollieren muss? Ja, das steht irgendwo geschrieben. Es steht geschrieben. Kann ich gerne raussuchen. Das kommt aus dem Jagdrecht. Ah, okay. Aber was ist denn der Fall, wenn ich einen Lebensmittelkontrolleur habe, der genau in der Zeit kommt, wo ich die Falle noch nicht kontrolliert habe? Ja, dumm gelaufen. Wenn er aber dann zur Dokumentation guckt, sieht er, okay, gestern ist kontrolliert worden, heute ist die Maus drin, ist viel, viel weniger ein Problem, als wenn man sagt, die letzte Kontrolle ist nicht nachvollziehbar, ich kann nicht nachsehen, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Vielleicht ist da wochenlang nichts gemacht worden. Dass mal eine Maus in einem Laden vorkommt, ist nicht vermeidbar, ist unvermeidbar. Und die könnte auch gerade reingelaufen sein. Wichtig für den Lebensmittelunternehmer ist, dass er nachweisen kann, dass er Maßnahmen ergriffen hat, dass die ganze Sache im Laufen ist. Und da sind Lebensmittelkontrolleure leider sehr unterschiedlich drauf. Klar, Mausebefall ist Mausebefall. Und auch kein Mensch kann erwarten, dass heute Mausebefall ist und morgen ist der getilgt. So schnell geht es eben auch nicht. Ne? Und darf der Lebensmittelbetrieb selbst die Maus entsorgen, theoretisch? Die darf er entsorgen. Auch die Kontrolle kann selbst stattfinden. Nur wenn dann ein und man kann auch, es gibt ja auch, es gibt diese einfache Eintageskurse, Töten von Wirbeltieren. Damit bin ich sachkundig nach Tierschutzgesetz und dürfte dann auch Schlagfallen selbst kontrollieren, stellen und auch die Mäuse entsorgen. Das Entsorgungsproblem ist ein schwieriges, wo mache ich die Maus hin? Das ist ein anderes Thema. Also viele, viele Logistikcenter, Großunternehmen, die haben ein, zwei Leute, die diese tägliche Kontrolle, die Routinekontrolle übernehmen. Und dann natürlich wichtig zu dokumentieren, damit, wenn der Schädlingsbekämpfer das nächste Mal kommt, nach 4 Wochen kommt oder sowas. Und es gibt keine Dokumentation über den aktuellen Befall, aber es sind 12 Mäuse gefangen worden. Er sieht davon nichts, könnte es zu Schwierigkeiten führen. Klar, das muss irgendwie kommuniziert werden, auch mit dem Schädlingsbekämpfungskollegen. Ja, verstehe. Jetzt haben wir hier eine Frage bekommen. Wenn ein Auditor sagt, 2 Jahre ist kein Anfraß im Innenbereich festgestellt worden, tierschutzrechtlich ist eine toxische Beköderung nicht haltbar und muss auf Non-Tox umgestellt werden. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Dafür haben wir die sogenannte Risikosminderungsmaßnahmen, die dazu führen, dass der Einsatz reduziert wird. Das stimmt. Aber wenn der sachkundige Schädlingsbekämpfer zum Schluss kommt, hier besteht ein hohes Risiko, wenn er bei der objektbezogenen Gefahrenanalyse zum Schluss kommt, hohes Risiko des Befalls, weil bauliche Mängel vorhanden sind, weil es ebenerdige Anlieferungen gibt, weil riesige Warenumschlag da ist, weil das Umfeld problematisch ist, dann darf ich toxische Köder nehmen. Natürlich hilft es auch, wenn ich immer abends mal Befall habe, ist es ein weiteres Argument, toxische Köder zu nehmen.
Aber die Tatsache, dass da kein Befall war, reicht meines Erachtens nicht aus, wenn alle anderen Dinge, die ich eben angesprochen habe, dokumentiert sind und sagen, nee, da ist ein Loch, die Gefahr ist groß. Darum geht es ja. Objektbezogene Gefährdungsanalyse, wenn die Gefährdung da ist, darf ich mit Toxbildern arbeiten. Worin siehst du denn den Nachteil oder, sag jetzt mal, die Herausforderungen, wenn man mit Non-Tox-Bildern arbeitet? Die Herausforderung. Als das Ganze losging, hat man ja komplett auf Non-Tox rumgestellt. Bei Non-Tox-Ködern gibt es keine Vorschrift, die auf die Kontrolle passieren muss. Es hat dazu geführt, dass der Schädlingsbekämpfer, wenn er überhaupt einen Vertrag gekriegt hat, ich kenne viele Kunden, die gesagt haben, ja, Non-Tox, da brauche ich auch keinen Schädlingsbekämpfer, machen wir selbst. Wenn er einen Vertrag gekriegt hat, dann hieß es, okay, komm mal alle Vierteljahr vorbei. Stellen Sie sich vor, die Maus hat nach einem Tag, nachdem der Kollege da war, angefressen, den Köder angefressen, leer gefressen. Ich habe 3 Monate keine Rückmeldung. Da können 3 Generationen von Mäusen durch sein. Mhm. Das Monitoring, auf das ich gleich zu sprechen kommen möchte, ist das Wichtigste. Früherkennung, damit ich möglichst früh eingreifen kann, lokal begrenzt agieren kann und auch den Einsatz von Bioziden auf das unbedingt notwendige Maß reduzieren kann. Nach 3 Monaten ist es zu spät einfach. Finanziell will der Kunde nicht mehr bezahlen. Non-Tox-Köder macht das Problem, dass ich müsste im Prinzip auch alle 4 Wochen kontrollieren, um dann den Köder auszutauschen gegen einen toxischen Köder. Dann wäre das vertretbar. Mhm. Das ist auch hier eine Frage oder besser gesagt ein Kommentar aus der Runde gewesen. Wer soll und darf die Maus entsorgen? Da haben wir vorhin kurz schon drüber angesprochen. Darf es der Lebensmittelbetrieb machen? Ja, sie dürfen es theoretisch, ja. Aber die meisten wollen es nicht. Nee, im Lebensmittelbetrieb, die meisten Mitarbeiter ekeln, sind ganz oft auch Frauen, ne? Die sich unheimlich ekeln vor allem. Ne? Die würden nicht mehr reingucken. Wenn ich mal reingucke, so eine Falle, es ist echt so, ne? Man kann ja die Falle komplett mit Maus wegwerfen. Auch, spricht Gerhard, ganz, ganz schlecht. Ne? Ja. Also das ist total abgehackt. Ja, ich bin drin, aber ich verstehe die total abgehackt. Ja, ich werde mal hier eine Slide. Ja, bitte, bitteschön. Ne? Ja. Also, ich wollte darauf hinaus, dass dieser Begriff geeignete Maßnahme unheimlich umfangreich ist und ich würde mich heute unheimlich gerne auf dieses Monitoring beschränken, Prävention und Monitoring, Befallsermittlung. Ne? In der DIN 10523 heißt es Schädlingsbekämpfung. Im Lebensmittelbereich besteht aus Prävention, also Fenstergitter anbringen, solche Dinge, Befallsermittlung, Monitoring-Systeme installieren, Bekämpfung und Dokumentation. Befallsermittlung sollte heute das Hauptthema eigentlich sein. Bitte nächstes Slide. Und da haben wir schon auch die allgemeine und die genauere Definition. Ja, sehr wichtige Definition. Ne? Monitoring ist eine systematische Überwachung eines Betriebs oder eines Prozesses auf Schädlingsbefall mittels visueller Beobachtung und technischer Hilfsmittel. Ganz wichtig. Mhm. Slide ist jetzt weg. Ganz wichtig. Ja. Visuell, da steht auch optische Kontrolle ist eine wichtige Sache, die in vielen Fällen, und darauf möchte ich nachher noch einmal eingehen, die visuelle Beobachtung viel zu kurz kommt. Heute hat man eine Trichterfalle für Motten, eine Klebefläche für Schaben, eine Köderbox für die Maus. Und das Problem ist, es kann dazu führen, dass ich einfach die Station ablaufe, aufmache, reinscanne, reintippe, null Befall, dass ich zum Dosenöffner degradiert werde oder mich selbst degradiere, kann verschiedene Gründe haben, warum es so ist. Zeitmangel, Geldmangel, aber das ist keine Schädlingsbekämpfung. Technische Hilfsmittel ist eine Hilfsgruppe. Visuelle Beobachtung ist das, was
Schädlingsbekämpfung eigentlich ausmacht. Ja. Das heißt dort, nach Art des Systems und des Zielorganismus differenziert, also an jeden Schädling angepasste, unterschiedliche, durchnummerierte, im Lageplan eingezeichnete Platzierung von Ködern, also Ratten- und Mäuseköder, Lichtfallen, also UV-Lichter, Pheromonfallen gegen Motten, an befallsrelevanten Stellen und deren regelmäßige Kontrolle und Erneuerung. Das ist ein sehr, sehr, sehr intensiver Satz. Da ist Unmenge Inhalt drin. Also nach Tier differenziert, nummeriert, im Plan eingezeichnet und dann die verschiedenen Dinge, Ratten, Mäuse, UV, Pheromon und Klebeflächen für kriechende Insekten. Du hast es in dem weiteren Verlauf deiner Präsentation ja noch mal ein bisschen erläutert. Ja. Ich gehe einfach mal eine Folie weiter. Also ein Monitoring-Verfahren ist für mich ein Verfahren, ein gültiges Verfahren, ein gutes Verfahren, wenn es geeignet ist, einen Schädlingsbefall früh zu erkennen, wenn der Schädlingsbekämpfer früh in die Lage versetzt wird, einen Befall zu erkennen und früh auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen, eine Bekämpfungsmaßnahme durchzuführen. Es ist essentiell für uns, das früh zu erkennen, um eben schnell und gezielt das Problem auch lösen zu können. Es geht nicht darum, einen Befall zu verwalten. Okay, ich komme in 4 Wochen wieder und ach, die Maus ist noch da. Okay, ich stelle eine Station hin, ich komme in 4 Wochen wieder. Es geht darum, zu sehen und zu kontrollieren. Ich habe gerade einen Kollegen auditiert, die haben einen Lebensmittelbetrieb, der möchte die UV-Geräte, die Fliegenvernichter, 4-mal im Jahr kontrolliert kriegen. Nur 4-mal im Jahr. Was ist das für eine Aussagekraft? Das ist gar keine Aussagekraft. Ne? Ich kann keine Rückschlüsse ziehen über die Befallszahl auf das, was passiert ist. Ich kann Rückschlüsse ziehen auf das, was in den letzten 3 Monaten passiert ist. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. Ich möchte ja anhand dieser Monitore erkennen, was ist Sache und wie muss ich agieren. Es reduziert auch die, also Monitoring ist sehr wichtig, dort sollte man sehr viel Arbeit investieren, da wird hinterher die Bekämpfungsmaßnahmen, wird viel weniger Bekämpfungsmaßnahmen geben und wenn es welche gibt, sind die zeitlich konzentrierter und für viel mehr Erfolg gekrönt. Das heißt auch nicht so frustrierend für uns, nicht für uns und auch nicht für den Kunde. Ja. Ich glaube, ich habe ein Beispiel. Ja, ja. Genau. Also die Frage ist halt, ich habe so einen Betrieb, reicht es da aus? Ich mache Non-Tox-Köder hin in meine Station und überprüfe die regelmäßig. Und okay, wenn ich Befall habe, mache ich mal Giftköder rein. Oder reicht es aus, Schlagfallen einzusetzen? Ist es genug Monitoring? Und die Frage hat, was verhalten die Behörden und die Auditoren davon? Was hält der Schädlingsbekämpfer davon, also wenn es um Nager geht, ne? Ich denke, es reicht eben nicht aus, nur diese technischen Hilfsmittel zu nehmen. Ich bin nicht davon überzeugt. Es sind Hilfsmittel. Die besten Hilfsmittel, die wir haben, sind unsere Augen und unsere Nase. Ja. Vielleicht die Ohren, ja. Vielleicht hier mal an einem konkreten Beispiel. Ja, wäre interessant, an einem konkreten Beispiel. Ne, so eine typische Filiale, Lebensmittel-Discounter-Filiale. Fläche 1200 Quadratmeter, die Verkaufsfläche 800, das Lager und Nebenräume, Toiletten und Büros nochmal 400. Und die Filiale liegt im Industriegebiet, also viele andere Industriebetriebe nebendran auch. Und was würde man in so einer Standardfiliale denn als geeignete Maßnahmen zum Monitoring ansehen? Was sollte installiert werden? Ich hätte gerne mal ein paar Vorschläge aus dem Publikum. Was wäre so typischerweise, wie viele Stationen, wie viele Mäuse, wie viele Ratten, wie viele Motten, wie viele UV-Geräte oder gibt es andere Sachen noch, Fruchtfliegenfallen oder was würde mir so, was machen wir typischerweise? Ich bin gespannt auf die ersten Antworten. Gibt schon jemanden, der tippt? Jemand, der tippt? Ja, hoffentlich, ich mache das, was mein Chef mir sagt.
Ja. Oder ich mache das, was der Kunde möchte. Großes Problem. Hier eine Frage dazu war direkt schon, macht überhaupt eine Non-Tox-Beköderung in einem Lebensmittelbetrieb hinsichtlich auf Kosten und Arbeitsstunden Sinn? Also wenn, in vielen Fällen nicht, aber ich halte auch die Tox-Beköderung nicht immer für sehr sinnvoll. Gerade im Lebensmittelbetrieb hat man ja sehr viele alternatives Nahrungsangebot. Wenn ich eine Non-Tox-Beköderung mache und auch meinen Service auch alle 4 Wochen mache, ist es nichts dagegen zu sagen. Wenn bei der objektbezogenen Risikoanalyse ich zum Schluss komme, kein Risiko, muss ich Non-Tox machen. Dann darf ich gar keine Giftköder ausbringen. Oder Schlagqualen, die dann täglich kontrolliert werden müssen. Oder die Mitarbeiter muss es machen. Die Mitarbeiter im Lebensmittelbetrieb machen es in den seltensten Fällen. Und dann sieht ein Kunde mal eine Schlagqualle mit einer toten Maus drin, dann kommt es die Lebensmittelkontrolle, da gibt es irgendwie Zoff. Ne? Oder eben Meldesystem in irgendeiner Form, digital Meldesystem oder Beeper oder visuell, dann geht es auch. Ne? Es muss halt jemand im Betrieb abgestellt sein, jemand im Lebensmittelmarkt, der sagt, ich mache das, ich zeichne mich auch verantwortlich dafür. In der Regel haben die Mitarbeiter im Supermarkt gesagt, dafür gar keine Zeit. Die fangen morgens an, müssen die Regale einräumen und der Rest, okay, da kommt die Kundschaft schon. Ne? Ja. Gab es denn irgendwelche Vorschläge, wie viel Station man ausbringen würde oder möchte? Oder? Der erste Kommentar war, die Anzahl der Köderstationen kann man pauschal nicht auf Grundlage der Fläche bestimmen. Richtig, richtig, sehr gut, sehr gut. Geeignetes Verfahren, genau. RKB 8 MKB 12 SV 4 MV. Je nach, ich denke mal, Gebäudeausstattung. Okay, 4 Rattenköderstationen. Ich gehe davor, die sind im Außenbereich platziert. 8 Mäuseköderstationen. 12 Schabenfallen, 4 Mottenfallen und UV-Geräte nach Bedarf. Okay, wohin denn? Also es wäre so typisch 28 Stationen insgesamt mit Mottenfallen. 28 ist schon gut bestückt, würde ich sagen, was meine Erfahrung ist. Nicht, dass es gut ist, meine Erfahrung, dass da wieder 28 Fallen drin sind, ist das schon ganz gut bestückt worden. Oft sind es wesentlich weniger, ne? Jetzt rechnen wir aus, man stellt die dorthin, wo man so typischerweise die Rattenbox hinstellt, im Außenbereich, um die Eingänge, an der Müllentsorgung. Die Mäusestation, die stellt man bei Chips, bei Süßwaren, bei Eier, bei Brot, natürlich Brot in die Brotschneidmaschine, im Backshop rein. Schabenfallen, wo es feucht und warm ist, klar. Also insgesamt hier ungefähr 30 Boxen im Ganzen, insgesamt. Und es wurde noch ergänzt, 4 bis 6 visuelle Kontrollpunkte. Super. Darauf wollte ich hinauf. Ne? Also bleiben wir erstmal bei diesen 25 Stationen, die wir hier installiert haben. Man rechnet ungefähr mit 3 Minuten pro Station, ungefähr mit rausräumen und reinräumen, aufmachen, eventuell sauber machen. Das wären 75 Minuten, stimmt es? Ja, 75. Und noch mal eine Viertelstunde für die Dokumentation, das wären 90 Minuten, anderthalb Stunden, die man in so einem Supermarkt verbringt, um die Stationen abzuläufen und laufen. Das ist eine ganz, ganz gute Zeit. Wenn ich mir die Zeit nehme, eben zwischen diesen Dosen, die man öffnet, auch noch die wirklich wichtigen Dinge anzugucken. Ne? Diese 4 visuellen Punkte, ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sogar sagen, von diesen 8 Mäusestationen könnte man ruhig die Hälfte wegnehmen und sagen, hier, ich mache hier visuelle Kontrollpunkte hin. Wenn ich in so einem Supermarkt bin, ist das Problem ja ganz oft, ich habe irgendwelche Hohlpodeste, wo die Produkte drauf gelagert sind.
dort sind die Mäuse, dort sind die Mäuse unten drunter. Die sehe ich oft gar nicht. Ich rieche die auch gar nicht, ne? Aber das müsste man eventuell mal anheben oder ich muss nach Kot gucken. Der Anfraß von so einem Non-Tox-Köder, der ist oft homöopathisch. Die Tiere haben so viele Mengen, ja, andere tolle Dinge zu fressen, da geht keine Maus dran. Aber so eine erwachsene Maus, die macht zwischen 15 und 20 Kotpillen pro Tag. Die sehe ich. Eine Maus uriniert, während sie läuft, die sogenannte Mikromiktion. Den Urin, den sehe ich, den kann ich sichtbar machen, das rieche ich. Danach soll ich gucken. Station, vergiss die Station. Mach lieber den visuellen Kontrollpunkt hin, mach einen Aufkleber drauf, hier visuellen Kontrollpunkt bei Chips. Keine Befallspuren. Das ist wichtig zu dokumentieren. Befallspuren, nicht Fraß. 20 Stationen und kein Fraß bedeutet nur einfach 20 Stationen und kein Fraß. Punkt. Bedeutet nicht kein Befall. Ja. Ja, da kommt jetzt aber eine kritische Rückmeldung oder, wie soll ich sagen, ein entgegengesetztes Argument vielleicht dazu. Ja. Es klingt alles nach dem, was du beschrieben hast, nach viel Zeit. Ideale Systeme kann der Kunde nicht bezahlen, wird hier geschrieben, beziehungsweise der Aufwand pro Filiale ist zu hoch. Ein Kaufland mit 30.000 Quadratmetern muss in 45 Minuten erledigt sein. Tja, was schränkt sie FML ein? Ein Kaufland mit 45 Minuten erledigt sein? Okay, genau. Dann ist es kein geeignetes Verfahren. Dann kann ich an die Kasse gehen, kann man unterschreiben, dass ich da war und gehe wieder nach Hause. Klar, der Kunde drückt den Preis. Es gibt Kunden, die sagen zu mir, ich möchte aber keine Mottenfalle. Okay, mache ich oder mache ich nicht? Ich mache es nicht. Der Kaufland befüllt, das brauche ich einen halben Tag. Ansonsten ist es kein Monitoring. Ansonsten erkenne ich auch den Befall nicht. Und klar, wenn der Kunde nicht mehr bezahlt, dann im Prinzip müssten, wenn wir uns alle zusammenschließen würden, alle Schädlingsbekämpfer zusammen wären, würden wir sagen, okay, der kriegt einfach keinen Schädlingsbekämpfer mehr, fertig aus. Ihr müsst euch einfach sagen, wir sind die Experten. Will ich mir vorschreiben lassen, was Kaufland mir sagt, finde ich, ich verstehe das ganz, ganz, ganz schwieriges Umfeld, aber ja. Die Frage wäre zurück, ist denn diese 45 Minuten, ist es ausreichend, um in einem so riesigen Laden einen Befall wirklich frühzeitig erkennen zu können? Ich gehe davon aus, nein, es wird einen Rückruf geben, wenn die Hölle ausbricht, dann wird eine Nachtaktion gemacht oder eine zweite Nachtaktion. Das kostet auch wieder, das kostet viel Geld, das ist ein anderes Budget, das ist das Problem. Ne? Nachtaktion, Reinigung, anderes Budget wie Schädlingsbekämpfung. Das sollte man mal hochrechnen. Wie viele Nachtaktionen, wie viele Reinigungsaktionen sind gemacht worden? Ist der Betrieb dicht gemacht worden? Gab es eine Strafanzeige? Ist Kaufland verklagt worden deswegen? Hat der Hausbesitzer selbst zahlen müssen? Diese Kalkulation muss gemacht werden. Reklamationen sind dadurch an der Tagesordnung. Genau, genau. Ich denke, dass ein Kauflandbetrieb durch eine anständige Schädlingsbekämpfung oder, wie du gesagt hast, geeignete Schädlingsbekämpfung, sich am Ende auch deutlich Kosten sparen kann. Das ist es. Wie gesagt, ist aber eine Kostenrechnung, die längerfristig kalkuliert werden muss. Ne? Ich sehe heute nur, der kriegt 180 Euro, prima, kostet mich nichts, macht auch nichts, schadet nichts. Es passiert ja vielleicht auch nichts. Und wenn es passiert, dann geht's los. Reinigungsmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Nachtaktion, Marktschließung für 2 Tage, Strafe bezahlen, das muss man mal hochrechnen. Ich denke, das ist halt ein Problem der Kalkulation dieser Betriebswirte. Die Fokus haben auf ein Budget und das andere, das geht mich gar nichts an. Ne? Das gehört zusammen. Ja, das habe ich hier noch eine Frage bekommen, wieso man nicht Ratten- und Mäuseboxen kombiniert. Laufen Mäuse nicht auch in Rattenboxen? Doch. Es gibt immer die Gerüchte, dass Mäuse nicht in Rattenboxen gehen wird und Ratten nicht in Mäuseboxen. Das findet man ja oft, wenn man im Außenbereich Rattenboxen installiert, ist ganz oft auch Mäusefraß drin. Ja. Aber so eine Rattenbox im Innenbereich ist meistens nicht notwendig. Das macht man eigentlich nur, wenn also Befall ist. Im Außenbereich ist es eigentlich immer automatisch die Kombination. Die Maus bleibt nicht von der Rattenbox weg, weil der Eintrittsloch zu groß ist. Ich mache mal hier
weiter in deiner Präsentation, ja, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen müssen. Also gerade zu diesem Thema, was sind geeignete Verfahren? Gibt es eine Publikation jetzt von ein paar Kollegen mit mir zusammen, von der Frau Mittmeier und der Herr Wallau. Wenn es interessiert, im Lebensmittel, der ZLR ist dieser Artikel erschienen. Da geht es eben darum, reicht es, was so standardmäßig gemacht wird, 12 Stationen hier, eine da und routinemäßig abgeklammert wird, reicht es aus? Ich bin der Meinung nicht. Die Ansage oder der Vorschlag war ja visuelle Kontrollpunkte. Ich bin totaler Fan von visuellen Kontrollpunkten. Die kann man genauso abrechnen. Das Problem wird sein, auch der Lebensmittelkontrolleur ist gewöhnt, eine bestimmte Anzahl von Stationen. Er möchte sowas sehen, da ist er happy. Muss man das mit Lebensmittelkontrolleur so aufarbeiten, dass man eben so einen visuellen Kontrollpunkt fixiert und festmacht und definiert und dokumentiert wie eine Schlagfalle und hinschreibt keine Nagelspuren, kein Kot, kein Urin, ist viel aussagekräftiger als kein Fraß. Ne? Also ich plädiere dafür, die Zeit sinnvoller einzusetzen und zu riechen und zu sehen, als Station aufzumachen, einzuscannen. Nochmal, kein Fraß in der Station bedeutet nichts anderes als kein Fraß. Insbesondere natürlich bei Non-Tox-Ködern. Bei Tox-Ködern ein bisschen anders. Klar, wenn da gefressen wird, wird die Maus auch sterben. Aber da haben wir drüber gesprochen. Ne? Also ich versuchte auch in der Lebensmittelindustrie und auch bei den Veterinärämtern und bei den Lebensmittelkontrolleuren ein bisschen Bewusstsein zu erweitern, dass es eben nicht darum geht, Stationen abzulaufen und eine schöne Checkliste und alles grün, hurra, die Schädlingsbekämpfung funktioniert. Das ist es nicht. Ne? Das ist es nicht. Ja. Ne? Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also der Einsatz von diesen üblichen Monitoringsystemen, diese technischen Hilfsmittel, liefern nur eingeschränkte Informationen, nur Halbwahrheiten. Ne? Also ich kann, das wissen wir selbst, ich kann eine Schabenfalle kann ich so platzieren, dass garantiert keine Schabe reingeht. So am Lichtschalter rechts, da muss ich mich auch nicht bücken als Kollege. Der Kunde ist zufrieden, der möchte keine Schaben haben. Der Schädlingsbekämpfer ist zu reden, der möchte ja auch sich nicht bücken müssen. Da kommt immer null raus. Und genauso kann ich mit Ratten- und Mäusestationen umgehen. Ich kann die so platzieren, dass ich nichts finde. Das ist nicht mein Anspruch als Schädlingsbekämpfer. Ne? Und auch, man darf sich da auch nicht vom Kunde so viel reinreden lassen. Nochmal. Und auch nicht vom Auditor. Wir sind die Profis. Ich hatte einen EFS-Auditor, der immer fragte, warum denn die Ratten, die Mäusestation im Innenbereich an der Tür rechts steht, nicht links. Saudumme Frage. Da muss man eben sagen, Mensch, Leute, lieber Herr Auditor, das ist wie bei Joghurt. Es gibt rechtsdrehende und linksdrehende Joghurtkulturen, gibt es auch bei Mäuse. Wollen Sie mich verarschen? Natürlich ist es eine Verarschung. Es muss geeignet sein. Ich muss nicht irgendwie links und rechts absichern. Ich muss gucken, wie ist der Türanschlag? Solche Dinge, ne? Darf er weder vom Auditor noch vom Kunde reinreden lassen, was geeignet ist. Dafür habe ich die Ausbildung gemacht. Also dieser unreflektierte Einsatz, nur ablaufen und dokumentieren 0, 0, 0, das ist kein geeignetes Verfahren zum Monitoring. Das wird nie dazu ausreichen, den Befall früh zu erkennen. Das reicht nicht aus. Wie geht es besser? Nochmal, ich bin totaler Fan von visuellen Kontrollpunkten, wo man nach dem guckt, was eine Maus auch wirklich hinterlässt. Die lässt Kot, Urin, Nagelspuren. Ein Köder anzufressen ist manchmal sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn es tolles anderes Nahrungsangebot außenrum gibt. Mäuse sind auch sehr vernascht, wissen wir auch. Wenn die nur Trauben-Nuss-Schokolade frisst, dann frisst die nur Trauben-Nuss-Schokolade. Dann kann der Köder noch so attraktiv sein. War ja früher auch kein Problem. Früher habe ich Trauben-Nuss-Schokolade genommen, hat Gift dran gemacht, Problem gelöst. Ich darf ja heute keine Lebensmittel mehr mit Wirkstoffen vermischen. Das ist auch eine Sache, die uns einschränkt. Wenn zum Glück, also ich meine, das ist auch eine Gefahr für Kinder, sowas, ne? Also, ja. Und bei Insekten guckt man halt eben nach Häutungsresten, nach Eipaketen, nicht nur nach der Klebefläche, nach Eindringmöglichkeiten, nach toten Tieren. Das sind die Dinge, die man eben auch nummeriert und im Plan einzeichnet und eben genauso dokumentiert. Und die sind viel aussagekräftiger, meiner Meinung nach, als so dieses reine technische Abhaken von Abhaken einfach. Ja,
Vielleicht noch eine schöne, finde ich, eine schöne Zusammenfassung oder besser gesagt ein guter Kompromiss zu dem Thema, was wir vorher hatten. 30.000 Quadratmeter müssen in 45 Minuten erledigt sein. Eine gute Wortmeldung dagegen. Jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Wer so kalkuliert und in 45 Minuten fertig sein muss, ist selber schuld. Man muss auch nicht jeden Auftrag mitnehmen. Ja. Ich glaube, das ganz, ist eine ganz ehrliche und gute Aussage. Ganz, ganz richtig. Ich sage ja, wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir die Preise so machen, wie sie eigentlich sein müssten. Schädlingsbekämpfung ist viel Arbeit und ist zeitintensiv. Und ich kann es nicht machen. Ich meine, es gibt Bäckerfilialen, die zahlen 36 Euro für einen Service. Da fahre ich hin, wenn direkt eine Tasse Kaffee geht, wieder weg, ich hoffe, es passiert nichts. Ja. Also da muss man ansetzen, muss sagen, Mensch, Leute, das ein Handwerkerlohn muss mindestens drin sein für mich als Arbeitszeit plus das Material. Und ich kann nicht durch einen Markt durchhetzen. Das kann ich auch genauso gut sein lassen, genau. Das ist genau das Problem. Es gibt leider in unserer Branche leider immer einen, der es billiger macht. Immer, es gibt immer einen. Das ist unser Problem. Ne? Also wenn man groß genug ist, können wir sagen, lieber Kunde, ich möchte euch nicht mehr haben. Also ich mache es ordentlich, ihr macht es gar nicht. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin oder von so Massenbekämpfungsmaßnahmen lebe, ist eine ganz andere Sache. Ne? Aber ich würde so nicht kalkulieren. Ich würde es keinem empfehlen, so zu kalkulieren. Das wird nach hinten losgehen. Am allerschlimmsten ist es, wenn ich so einen Pauschalvertrag mache. Ich sage, hier, ich mache 12 Service im Jahr, kostet so und so viel und alle Bekämpfungsmaßnahmen sind inklusive. Solche Verträge gibt es immer noch. Das sage ich, kann doch nicht sein. Wenn ich so einen Rahmenvertrag mache, sage ich wenigstens, okay, alle Bekämpfungen extra. Dann, das möchte der Kunde nicht, natürlich, aber ich möchte es doch. Ich möchte meinen Aufwand bezahlt kriegen. Ja. Vielleicht noch eine Wortmeldung, die ich ganz interessant finde. Man darf bei visuellen Kontrollpunkten allerdings alte Spuren nicht als neue erkennen. Das kann auch schwierig sein. Ganz schwierig. Deswegen muss auch hinterher im Protokoll stehen, bei visueller Kontrollpunkt Nummer 17 waren Mäusekot und Urin muss entfernt werden. Ich kenne das. Man geht hin und die Kacke liegt noch genauso da wie vor einem Vierteljahr. Die Bilder sind identisch. Das ist das Problem. Ja, die Putzfrau fährt nur die Gänge rauf und runter. Dann muss eben eine Sonderreinigung gemacht werden. Das ist, ja, das muss aber extra bezahlt werden. Wieder genau dasselbe. Geldfrage. Es ist Reinigen und Desinfektion und Schädlingsbekämpfung gehört zusammen. Und dann muss man dafür sorgen, dass muss der Betrieb dafür sorgen, dass gereinigt wird. Wenn ich irgendwo Befallspuren sehe, wenn ich Mäusekot sehe, ist es für mich immer Befall. Weil ich nach 3 Tagen nicht mehr weiß, ist der jetzt frisch oder ist er 3 Tage alt, 3 Wochen, 3 Monate. Befallspuren sind für mich Befall. Punkt. Da muss was gemacht werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß das, aber wird für mich keine Filiale auf grün gesetzt werden, in keiner Form. Das sieht ja auch der Kontrolleur. Der Kunde sieht es vielleicht nicht, aber der Lebensmittelkontrolleur ist da auch, der weiß da auch, wo er hingucken muss. Und Mäusekot ist nicht weniger gefährlich als eine Maus. Ne? So ein Mäusekot, der stäubt dann irgendwann mal auch und wird aufgenommen durch die Atmung. Also sehr richtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt, ja. Vielleicht mal kurz von meiner Seite aus, weil sich vielleicht der eine oder andere fragt oder die eine oder andere fragt, wo bleibt Claudio Bem Lopez? Er hat leider starke Probleme mit dem Internet, tatsächlich ist Netzausfall, wo er gerade ist. Wie der Zufall es manchmal so will, kann es dazu leider nicht kommen, dass er uns heute hier, dass er heute hier dabei ist. Deshalb würden wir gerne ein weiteres Webinar anbieten, wo wir dann auch nochmal auf das Thema digitale Schädlingsbekämpfung genauer eingehen wollen. Weil Claudio da ein großer Freund ist, wenn es Sinn macht, das einzusetzen. Wir werden am Ende des Webinars auch nochmal ein Feedback rumgehen lassen, das ihr entweder mit einem QR-Code abscannen könnt, beziehungsweise ich teile den Link hier im Chatfenster. Das wäre super, wenn ihr uns da einfach kurz Bescheid gebt, ob ihr daran Interesse habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir nutzen jetzt noch die verbleibenden 14 Minuten, um Fragen weiter zu beantworten, wenn wir schon mal einen Experten da haben. Ich denke, die
die Grundpräsentation ist jetzt auch hier zu Ende. Also gerne stellt eure Fragen, die ihr noch habt, und ich probiere sie alle dem Gerhard direkt zu stellen und würde direkt anfangen mit: Wie sieht die Zukunft des Einsatzes der Giftköder in der Lebensmittelbranche aus? Was ist deine Meinung dazu? Ganz interessant. Ich war gerade letzte Woche, nee, so kann man es nicht sagen. Ich habe letzte Woche gerade ich halte mich ab und zu mal in Dänemark auf und habe dort auch einige Betriebe, und dort ist der Einsatz, also wenn die Schädlingsbekämpfer bei uns heute beklagen, wie wir alle eingeschränkt sind, die sollte man nach Skandinavien gehen, was dort alles nicht mehr erlaubt ist. In Skandinavien gibt es keine Toxköder mehr, in keinem Fall in einem Lebensmittelbetrieb. Es gibt keine Dauerbeküderung, ist nicht mehr, alles abgesagt. Das sind Unternehmen hat bestimmte Produkte zugelassen, die müssen mit denen übereinstimmen, was die Behörden vorschlagen. Es gibt eine ganz restriktive Liste. Es gibt noch 4 oder 5 Insektizide, 3 der 4 Schädlingsbekämpfungsmittel, Rodentizide, der Rest ist weg. Wird alles mit Schlagfallen gemacht. Ist aber ein bisschen eine andere Sache. Dort in Dänemark ist auch alles klar durchstrukturiert. Man kennt jede Befallsituation. Ratenbeküderung wird nur über die Behörden vergeben. Jeder Straßenzug ist bekannt, ob das schon Resistenz gegen erste Generation Produkte gibt. Wenn es die gibt, darf ich mit zweiter Generation anfangen. Mit erster Generation muss ich anfangen, wenn keine Resistenz vorhanden ist. Man schätzt, dass, also Rodentizide sind ja zugelassen, Biozidzulassungen laufen alle noch. Man schätzt, dass ungefähr 80% der Insektizide wegfallen werden. Mhm. Es wird alles wieder, es wird zurückgehen. Also die Schlagfallen waren ja auch lange Zeit nicht mehr modern, ne? Hat man zu Hause gehabt. Heute sind es die Hightech-Produkte. Man geht zurück zu altbewährtem, weil man eben einsieht, dass die Rodentizide eben auch für uns, für die Umwelt unheimlich problematisch sind, sich im Grundwasser anreichern, PPT-Stoffe sind. Insektizide sind, man schätzt nochmal, 80% werden wegfallen. Das heißt, man muss auf andere Systeme wieder zurückgreifen, wieder mal ein bisschen mehr Kopf auch nutzen, ne? Nicht mehr routinemäßig so mal sprühen. Ne? Also ich denke, es wird große Einschränkungen geben für uns. Ja. Was passiert in deiner Meinung nach mit Insektizoiden? Insektizide. Ja. Das sind diese, habe ich gerade gesagt, Insektizide werden, man schätzt, dass 80% der Insektizide wegfallen werden, komplett. Okay. Also es geht nicht um die Gele, es geht vor allem um die Spritzen und Sprühmittel. In Dänemark wird nicht mehr begast. In Dänemark wird fast nicht mehr vernebelt. Vernebelt im Lebensmittelbetrieb ist nicht erlaubt. Unglaublich. Bei uns ist es eins der Standardmethoden noch, wo man noch mal richtig Power geben kann. Also auch nur in begrenztem Maße. Die Einschränkungen haben wir heute schon gespürt, aber es wird enger werden für uns. Es wird enger werden für uns. Das heißt, Vorbeugung ist noch wichtiger. Ich kann nicht warten, bis irgendwas explodiert. Es gibt Mottenbekämpfung mit Nebel, wird irgendwie nicht mehr Sache sein. Das heißt, ich muss versuchen, die Motten früh zu erkennen und muss dann erkennen, wo der Befall herkommt, was ist die Befallsursache. Wegwerfen. 95% der Schädlingsbekämpfung, der Mottenbekämpfung wird darin bestehen, Befallsursache zu erkennen und wegzuwerfen. Und das kann ich nur, das kann ich mit keinem System machen. Das kann ich nur, wenn ich die Augen aufhabe. Und vielleicht Monitore als, also Pheromonfallen als Hilfswerkzeug benutze. Dann muss ich aussortieren. Vielleicht dazu, Augen auf, sagst du gerade, wie sehen denn deiner Meinung nach visuelle Kontrollpunkte für Mäuse aus? Für Mäuse, ganz, gibt nichts Einfacheres. Was macht eine Maus jeden Tag? Die frisst. Also habe ich Nagelspuren. Was macht sie noch jeden Tag? Die kackt. Also habe ich Kot. Was macht sie noch? Die pinkelt. Also habe ich Urin. Und was macht sie noch? Was macht der Urin? Der stinkt. Mäuse kann man oft riechen. Okay, nicht jede einzelne Maus, aber tolle neue Regale, ganz neue Regale. Die Maus läuft drüber, uriniert, sammelt sich Staub drauf ab. Man sieht die Staubspuren auf dem Regal. Mhm. Also es gibt nichts Einfacheres, als Mäuse zu erkennen. Mäuse, visuelle Kontrollpunkte. Ja. Jetzt habe ich hier noch eine Frage zu der Situation in Dänemark. Sind denn in Dänemark dann Generation 1 Produkte auch in Baumärkten frei erwerblich? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Wurde hier bereits
auch im Chat beantwortet. Nein. Ich denke, da wissen vielleicht der ein oder andere besser Bescheid. Das ist massiv eingeschränkt, was in Skandinavien passiert. Und trotzdem, gut, die haben ein bisschen anderes Klima, da stirbt auch mal ein Tier im Winter irgendwie in Dänemark. Aber es wird auf uns zukommen. Da ist mal ganz andere Sachen. Da gibt's aber, dafür gibt es nicht diese tägliche Kontrollpflicht der Schlagfallen. Da wird sehr viel im Schlagfall gearbeitet und die liegen dann halt dort, was ein anderes Problem ist, ne? Diese Fliegenproblematik, also da gibt es vom Tierschutz her andere Auflagen als bei uns. Sie dürfen auch Maulwürfe bekämpfen, dürfen wir nicht. Was ist denn deiner Meinung nach, wenn man jetzt so in die Zukunft 5, 10 Jahre hinausblickt, wie siehst du da die Schädlingsbekämpfung? Da bin ich in Rente, hoffentlich. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte bis zum Grabe möchte ich Tiere töten. So stimmt es auch nicht. 10 Jahre. Ich denke, dass wir viel mehr auf Wissen aufbasieren müssen, auf Ausbildung, auf Erkennen von Befallsursachen. Was fressen die Tiere? Wie ist die Entwicklungsphase? Wo könnten sie vorkommen? Dass viel mehr präventiv auch gemacht wird, dass man viel mehr auf Gebäudestrukturen achten muss, dass die Aufgabe des Schädlingsbekämpfers eben auch sein wird, nicht nur Gift auszubringen, sondern eben vielleicht auch in Richtung Desinfektion sich auszubreiten, in Beurteilung von Gebäudestrukturen, dass das viel mehr, viel wichtiger wird. Wir kommen doch in Ecken hin, da kommt sonst kein Mensch hin. Und wenn da ein Loch ist, dann mache ich es zu. Wenn ich einen Auftrag schreibe, oder ist die Filiale ist noch irgendwie gemietet, dann muss erst der Bauträger informiert werden. Da passiert nie was. Ich denke, unsere Aufgabe wird umfassender sein. Weiter weg vom Pflanzenschutz, viel mehr so in Gebäudemanagement, stelle ich mir das vor. Und eben auch viel mehr Hirn, sage ich mal, viel mehr, ja, und viel mehr Prävention, bin ich ganz sicher. Und du bist ja auch ein Freund von neuen Methoden. Und du hast ja auch, ich habe es am Anfang erwähnt, Diplom-Biologe mit Schwerpunkt Tierphysiologie. Ich glaube, es ist ein ganz großer Punkt, dass man auch die Tiere noch besser verstehen lernt und die Eigenarten. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja nicht nur diese physiologische Resistenz, die sich bei Tieren entwickelt, wir haben auch diese Verhaltensresistenz. Ich habe immer gelernt, die Maus läuft die Wand lang. Das tut so oft gar nicht mehr. Ne? Stell dir vor, du kriegst alle Tiere, die Wand entlang laufen, kriegst du mit einer Schlagfalle. Die Verhaltensgestörte, die kreuz und quer laufen, die kriegst du nie in der Falle, die an der Wand steht. Das züchtet sich heraus. Andere Geschmacksrichtungen. Also Mäuse mögen plötzlich Mango-Geschmack oder Pizza-Geschmack. Es soll Mäuse geben in Zentral-London, die gar kein Weizen, kein Getreide mehr vertragen. Dort gibt es einfach kein Getreide, dort gibt es fetthaltige Nahrung. Die haben sich entwickelt, auf das Nahrungsangebot spezifisch entwickelt. Das heißt, wir müssen immer dabei bleiben, uns die Verhalten der Tiere angucken. Da gibt es viele Studien zu machen noch, auch was Vogelabwehr betrifft und sowas. Also dieses reine mechanische Abarbeiten von Bekämpfungsmaßnahmen wird uns langfristig in eine Sackgasse führen. Wir müssen gucken, wie das Tier auf uns reagiert. Die haben einen viel schnelleren Generationszyklus als wir. Also die Kammergenerationszyklus dauert ein Menschenleben, ein halbes Menschenleben. Und bis da Änderungen auftreten, ist oft lange. Eine Maus, die hat mehrere Generationen pro Jahr. Das geht schnell, so eine Entwicklung, so eine Verhaltensentwicklung. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Jetzt habe ich hier noch eine Frage bekommen. Kann man eine Aussage darüber fällen, was denn die Kosten pro Maus sind, die entstehen durch Anfraß an Lebensmitteln, Elektroleitungen und so weiter? Ich habe keine Zahl im Kopf. Ich habe einen Fall, da wurde dann ein Markt geschlossen und Produkte entsorgt, wegen dem Mäusebefall Produkte entsorgt. Im großen Maßstab, es waren mehrere hunderttausend Euro. Das sind nicht jetzt, das keine Bauschäden beachtet. Ich weiß nur einfach die Produkte, die wir weggeworfen haben. Also, das würde natürlich in der Argumentation gegenüber jetzt einem Kaufland auch helfen, wenn man da sagen kann. Das wäre aber, genau, aber solche Zahlen, ja, das geht nicht in die Köpfe. Man hat einfach das Gefühl, das ist jahrelang gut gegangen.
wird schon nichts passieren. Das ist wie wenn man, ja, ein Autounfall, ist nichts passiert, ich fahre immer 80, obwohl ich eigentlich 70 fahren muss. Irgendwann passiert es, okay, ich hätte es eigentlich wissen müssen, das Auto ist, also viel schlimmere Dinge können passieren. Dieses Vorbeugen ist einfach nicht im Kopf drin. Ist nachkalkuliert, da wird oft, die Rechnung wird nicht gestellt mit Reinigung und Baumaßnahmen. Das muss man einfach, das sollte man exemplarisch durchrechnen, sagen, hier, das kann passieren. Auch die Unternehmen machen eine Risikokalkulation, sagen, okay, wie groß ist das Risiko? Das Risiko war bisher immer sehr gering. Ich denke aber jetzt, dass diese Veröffentlichung, wenn es Schädlingsbekämpfungsprobleme gibt, wird es ja veröffentlicht. Verbraucherinformationsgesetz, das kann nachgelesen werden. Oder dieses Top Secret, die von dieser Non-NGO-Organisation, da kann jeder nachlesen, wie sieht es denn bei der Filiale aus? Wie sieht es beim Bäcker aus? Jeder Privatkunde. Das heißt, der öffentliche Druck ist unheimlich hoch geworden. Auch der Druck auf die Kontrolleure ist groß geworden. Und dann machen die mal einen Laden zu. Ich denke, der Druck ist höher geworden. Und deswegen auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr investiert wird, auch von Verbraucher, von Unternehmensseite, der muss da sein. Man sollte auf das Verbraucherinformationsgesetz immer wieder mal hinweisen, da kriegen die auch alle kalte Füße. Man muss auch sich überlegen, interessanter Wortlaut hier von dem Teilnehmer noch, dass der Image-Schaden natürlich für Leute auch oftmals größer ist als der mögliche Sachschaden. Natürlich. Speziell Bettwanzen im Hotel, ne? Das ist unwahrscheinlich. Oder bei der Deutschen Bahn im Schlafwagen. Schlafwagen gibt es ja keine mehr. Die haben sie abgeschafft. Die wissen auch warum. Gerhard, ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Gerne. Du hast die Stunde ohne Probleme auch alleine gefüllt. vielen Dank dafür und vielen Dank vor allen Dingen für die ganze Beantwortung der Fragen. Ich möchte jetzt noch als letztes nochmal meinen Bildschirm mit euch teilen und einen QR-Code mit euch teilen, bei dem ihr dann das Feedback uns hinterlassen könnt. Ich poste dazu auch nochmal den Link in den Chat und würde mich freuen, wenn da sich einige drauf melden. Es dauert auch wirklich nicht lang, sind 2 bis 3 Minuten. Und noch vielleicht was zum Geradestellen in der Runde. Nicht nur Frauen ekeln sich vor toten Mäusen, sondern ich bin da ganz genauso. Okay. Entschuldige, ja, tut mir leid. Ja. Kein Problem. Genau, und ja, tausend Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Philipp, ich möchte auch dir danken. Schön, dass ich wenigstens dir in die Augen gucken konnte, wenn ich ja sonst keinen gesehen habe. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao, mach's gut. Vielen Dank. Ja.